in Anbetracht der derzeitigen Situation haben und der Absage erstmal aller Trainings aufgrund der Sicherheit für uns alle, haben wir eine Videoreihe vorbereitet, die euch es ermöglichen soll, auch zu Hause ein bisschen was für euch zu machen, gerade in Bezug auf den Schwertkampf oder auch für das historische Fechten. Ich werde euch ein paar Übungen zeigen, die ihr zu Hause machen könnt. Ideal mit Schwert, allerdings auch möglich mit schwertähnlichen Gegenständen. Ich werde darauf eingehen. In den späteren Videos geht es darum, euch ein paar erweiterte Möglichkeiten zu zeigen, was ihr zu Hause aus einfachen Gegenständen zusammenbauen könnt und die euch ein sehr interessantes Training ermöglichen. Bevor wir jetzt anfangen, das Schwert zu greifen, ist es wichtig, dass wir vorher uns etwas aufwärmen. Und zwar kennt ihr schon viele von diesen Aufwärmübungen von unserer täglichen Routine beim Training. Und das Kurzprogramm, gerade für den Schulter- und oberen Körperbereich, gehe ich jetzt kurz mit euch durch. Als allererstes ist es immer wichtig und es ist immer schön, gerade wenn ihr jetzt die ganze Zeit auf der Couch sitzt zu Hause, was für den Nackenbereich zu machen. Und da fangt ihr an, indem ihr nach links und rechts schaut. Achtet dabei darauf, dass ihr, wenn ihr zur anderen Seite wechselt, kurz geradeaus schaut und dann nach links, so dass es schön im Nackenbereich leicht zieht, bleibt da schön gerade im restlichen Körper und wiederholt das 5-6 Mal. Dann als nächstes neigen wir den Kopf zur Seite. Auch hier beim Wechseln auf die andere Schulter schauen wir kurz gerade, damit wir uns keine Verspannung von links nach rechts reißen. Und auch wie das wiederholen wir 5-6 Mal. Und als letztes mag ich immer den Kopf über die Brust kugeln zu lassen, weil das schön die ganze Muskulatur anfängt zu durchbluten. Und dazu fängt er auf der rechten Schulter an, kullert mit dem Kinn über die Brust nach links und auch das, dort pendelt ihr hin und her, versucht es nicht irgendeine Verspannung von links nach rechts zu reichen, sondern macht das in einer schönen flüssigen Bewegung auch wieder 5-6 Mal. Als nächstes wollen wir den Schulterbereich warm kriegen und dazu können wir ganz einfach die Arme rotieren lassen. Und hier nach 10 Rotationen wechseln wir einmal die Richtung und dort könnt ihr wie nach Belieben auch mal ein gegenseitiges Drehen der Schultern mit einbauen, aber so ein bisschen solltet ihr auf jeden Fall machen, damit auch dort die Durchblutung angeregt wird. Der nächste Teil wäre der Propeller. Dazu nehmt ihr die Arme ungefähr auf Schulterhöhe und dreht nur am Ellbogengelenk eure Arme. Das hilft auf jeden Fall, den ganzen Arm mal etwas aufzuwärmen. Und dann schließt ihr die Arme damit ab, dass ihr dass ihr das gleiche für die Handgelenke macht, indem ihr die so immer im Kreis dreht oder kleine Achten oder Unendlichzeichen macht. Auch hier könnt ihr probieren, die gegenläufig zu machen, ist aber für die Koordination etwas schwieriger. Alternativ dazu könntet ihr auch die Hände so zusammennehmen und die Handgelenke dementsprechend aufwärmen. So, der nächste Teil, der wichtig ist, ist der Brustbereich. Und dazu kennt ihr auch diese Übung. Wir stellen uns schön schulterbreit hin, nehmen die Arme auch wieder auf Schulterhöhe, ziehen die Brust auf und gehen im Anschluss nochmal auf die Zehenspitzen und machen ein, zwei Pulse nach hinten und wiederholen auch das 5-6 Mal. Okay, und als letzter Teil für den Oberkörper würden wir die ganze Mobilität der Wirbelsäule noch mal etwas herstellen. Dazu fangt ihr an, auch wieder schulterbreit zu stehen. Ihr nehmt die Arme auf Schulterhöhe und nun versucht ihr, die Knie und das Gesicht geradeaus gerichtet zu lassen und den Körper so weit wie möglich einzudrehen. Und wenn ihr das 5-6 Mal wiederholt habt, geht ihr in einen Ausfallschritt, erst mit zum Beispiel dem rechten Bein vorne. Nun ist es prinzipiell die gleiche Übung, nur muss nur der vordere Fuß und nur der vordere Fuß muss festbleiben, der Rest darf rotieren. Also auch und dann schaut ihr nach hinten auf beiden Seiten. Das wiederholt ihr ja, wieder 5-6 Mal, wechselt den Fuß und schließt damit die Aufwärmung des oberen Körpers ab. So, das war's zur Aufwärmung. Nun schnappt euch ein Schwert oder einen Schwertsimulator. Nun zum Schwert. Zunächst
machen wir uns noch machen wir zur Aufwärmung am Schwert nochmal linke und rechte Oberheuer. Und zwar von jeder Seite 10 Stück. Und das kann man sehr gut machen, indem man sich erstmal breitbeinig hinstellt. Achtet so ein bisschen darauf, dass um euch herum nicht so viele zerbrechliche Gegenstände sind. Und versucht so ein bisschen euch Platz vielleicht zu schaffen, indem ihr einen Sessel verrückt, etc. Und ja, um anzufangen, nehmen wir erstmal das Schwert auf die rechte Schulter und schlagen jetzt von rechts oben nach links unten einen schönen flüssigen Hau. Achtet darauf, dass der Hau sozusagen in der Schulter startet, dann im Ellbogen weitergeht und mit dem Handgelenk vorgeführt wird und dass ihr dann schön links unten landet. Und hier, sobald ihr unten seid, ja, den Schlag vollendet habt, könnt ihr die Hand auf die linke Schulter führen und von hier den linken Oberhau machen, genauso, indem ihr sozusagen den Arm ausweitet und wie so ein Boxschlag nach vorne bringt und vor euch dann im Endeffekt ein X zu Ende gemalt habt mit dem Mittelpunkt auf Höhe, auf Brusthöhe eines imaginären Gegners. Achtet euch ein bisschen darauf, dass ihr so steht, dass ihr nichts trefft von euch. Und nun machen wir 10 Wiederholungen davon. Könnt so ein bisschen schon den Oberkörper mitbewegen, aber die Fußarbeit lassen wir erstmal noch mal raus. Gesagt, zählt pro linken und rechten immer einen höher und macht diese Übung, ja, sagen wir 10 bis 15 Mal. So, als nächstes bringen wir so ein bisschen Fußarbeit mit rein. Da müsst ihr dann darauf achten, wie viel Platz ihr zur Verfügung habt. Ich zeige euch erstmal die Fußarbeit für den Fall, dass ihr in eine Richtung euch ein bisschen bewegen könnt. Und danach werde ich euch eine, ja, sagen wir, eine immobile Fußarbeit zeigen, die ihr auch gerne machen könnt und die ihr auch schon aus dem Training kennt. Und zwar fangen wir wenn wir mit dem rechten Oberhau anfangen, haben wir den linken Fuß vorne, nehmen das Schwert auf die rechte Schulter und zu dem Schlag machen wir einen Schritt nach vorne. Und dadurch drehen wir automatisch unseren Oberkörper schön mit ein, können dann das Schwert flüssig auf die andere Schulter führen und machen den Schlag von der linken Seite. Jetzt könnt ihr, je nachdem, wie weit ihr nach vorne schreiten könnt, das weitermachen, beziehungsweise könnt, wenn ihr keinen Platz mehr habt, auch beim Rückwärtsgehen diese Übung machen. Und es ist immer so, dass der Fuß, der hinten ist, ist immer die Richtung, aus der der Schlag kommt, egal ob ihr jetzt vor oder rückwärts geht. Das heißt, beim Rückwärtsgang würde der linke Fuß nach hinten gehen und damit sozusagen der rechte Fuß wieder vorne rechts landen. Und auch das wiederholt ihr 10 bis 15 Mal und also pro Seite und habt damit auf jeden Fall schon mal was schön gemacht, um euch die Schläge wieder reinzubringen. Und noch einmal die Fußarbeit in Detail. Wenn ihr mit dem rechten Hau anfangt, habt ihr den linken Fuß vorne, den rechten hinten. Und zu dem Schlag geht ihr einen Schritt nach vorne und seid damit fertig. Beziehungsweise für den linken Hau würdet ihr mit dem linken Fuß hinten anfangen, den rechten Fuß vorne haben und mit dem Schlag nach vorne gehen. Was ihr machen könnt, um ihr jetzt einen rechten Hau zu schlagen im Rückwärtsgang, ihr geht einfach mit dem linken Fuß zurück. Nun, was macht ihr, wenn ihr nicht so viel Platz habt und trotzdem ein bisschen was an der Fußarbeit machen wollt und dieses Oberkörper mit eindrehen, mit einbauen wollt und euch mehr daran gewöhnt? Das kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Gegner habt, der vor euch steht, nur als Ziel zum Schläge üben, er sich aber nicht bewegt, aber ihr trotzdem schöne Schläge machen wollt. So, dazu könnt ihr so einen sogenannten Dreiecksschritt machen. Je nachdem, wie viel Platz habt, könnt ihr dazu auch ein bisschen seitlich gehen. Wenn ihr nicht so viel Platz habt, geht das aber auch sehr gut auf der Stelle. Und auch hier fangt ihr mit dem linken Fuß vorne an und dem rechten Fuß nach hinten. Aber ihr werdet auf der Stelle laufen. Das heißt, pro Schlag werdet ihr beide Füße bewegen müssen bei dieser Übung. Das heißt, wenn ihr den rechten Oberhau schlagt, geht ihr mit dem rechten Fuß nach vorne. Aber bevor ihr den Schlag beendet habt, geht ihr mit dem linken nach hinten. Was dadurch passiert, ist, dass ihr automatisch euch so ein bisschen eindreht und einen schönen Schlag werft. Das gleiche dann, wenn ihr den rechten Fuß vorne habt, um den linken Hau zu werfen. Ihr kommt wieder auf die Schulter und ihr schreitet einen Schritt nach vorne mit dem linken, genau bis Höhe des rechten Fußes. Und sobald ihr, also auf halbem Weg des Schlages, endet ihr damit, dass ihr den rechten Fuß wieder nach hinten führt. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr nicht so viel Platz habt.
Und hier wiederholt dies auch mindestens 10 bis 15 Mal pro Seite. Genau. Okay, als Detail für den Dreiecksschritt, nehmt euch erstmal eine Linie vor euch, zum Beispiel hier diese Diele oder eine Teppichkante etc. Und ihr geht erstmal mit dem rechten Fuß nach hinten, wenn ihr mit dem rechten Hau anfangt. Und nun achtet darauf, dass während ihr den Schlag führt, ihr auf der Hälfte des Schlages den Fuß sozusagen bis zur Höhe des linken Fußes führt und den Schlag vollendet, indem ihr den linken Fuß nach hinten führt. Und ja, als linker Schlag würde das dann äquivalent aussehen. Hier könnt ihr auch ein bisschen seitliche Fußarbeit mit hineinnehmen. Das heißt, ihr könntet nach rechts raustreten, beziehungsweise nach links. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt, ist es auf jeden Fall schön, das mit einzubauen. So, als letztes im ersten Video werde ich euch die Grundübung Nummer 1 vorstellen. Und zwar ist das eine schöne Übung, mit der ihr euch nochmal so einen imaginären Kampf vorstellen könnt, auch wenn er sehr kurzzeitig ist. Und zwar, was ihr dazu macht, ist, ihr geht erstmal eine bequeme Kampfhaltung und ich gehe Stück für Stück mit euch durch, woraus diese Übung besteht. Und zwar als erstes stellt ihr euch vor, dass ihr angegriffen werdet durch einen rechten Oberhau. Und was ihr dann natürlich machen müsst, ihr müsst das parieren. Fangt dazu selber auch auf der rechten Schulter an und stellt euch vor, dieser rechte Oberhau kommt auf euch zu und ihr pariert den selber mit einem rechten Oberhau. Allerdings wird das kein Hau sein, der zu einem Gegner geht, sondern zu einem Schwert. Das ist gerade im Schaukampf natürlich auch immer sehr schön, dann die Schwerter mal knallen zu lassen. Bei dieser Übung gibt es dann verschiedene Modi, aber ich gehe erstmal den ersten mit euch durch. Das heißt, ihr fangt an mit dem linken Bein vorne und dem rechten hinten und stellt euch vor, es kommt ein Schlag auf euch zu und ihr werft einen rechten Oberhau nach vorne und als Parade. So, was ihr von hier dann macht, also das wäre der erste Teil dieser Sequenz. Natürlich mit dem Dreieckschritt würde es so ähnlich aussehen. Achtet darauf, dass das Schwert auf jeden Fall schön in eine Position kommt, wo es euch hier auf der Seite deckt. Also entweder als ganzer Schritt. Wenn ihr den ganzen Schritt macht, achtet darauf, dass ihr ein bisschen nach rechts raustretet, weil ihr wollt natürlich nicht in ein Schwert reinlaufen. Oder als Dreiecks- oder Wechselschritt. Nun zum zweiten Teil der Übung. Der zweite Teil ist, aus dieser Parade dann einen linken Hau zu dem imaginären Gegner zu werfen. Das heißt, wir wären in der Position, dass unser rechter Fuß vorne ist. Wir haben unser Schwert hier vorne links an der Seite. Und von hier aus würden wir kurz für den linken und für einen schönen flüssigen linken Oberhau kurz das Schwert ganz kurz zurückziehen. Das ist dann auch in einem Schaukampf zum Beispiel sehr schön, um zu signalisieren, dass von dort jetzt ein Hau kommt. Im Fechten würdet ihr eventuell direkt von hier schlagen. Aber wir machen das erstmal in einer schönen großen Bewegung, weil das auf jeden Fall sehr gut ist, um Kontrolle über das Schwert zu lernen oder zu üben. Ihr seid hier vorne, zieht das Schwert kurz leicht zurück und macht dann einen linken Hau, der durch den Gegner durchgeht. So, das heißt, ihr fangt in dieser Paradestellung an und da könnt ihr, je nachdem, wie viel Platz ihr habt, auch versuchen, den Körper schön mit reinzunehmen. Wenn ihr das Ganze auf engerem Raum macht, natürlich auch hier wieder mit einem Wechselschritt. Nun das Ganze sozusagen wenn wir diese zwei Stufen kombinieren, sieht das dann wie folgt aus. Wir starten mit dem linken Fuß vorne, Schwert auf der rechten Schulter, wir parieren den Schlag und schlagen zum Gegner.
Dann resetten wir und machen das Ganze nochmal. Das könnt ihr versuchen, schön flüssig zu machen. Achtet bei der gesamten Übung darauf, dass ihr es nicht so schnell wie möglich macht, sondern so kontrolliert und so flüssig wie möglich. Das heißt, falls ihr an verschiedenen Stellen etwas hakt oder falls ihr das Gefühl habt, dass das noch nicht läuft, macht lieber schön langsam, die Geschwindigkeit kommt von selbst. Okay, nun, wir können ja nicht durch den Gegner durchschlagen. Jedes Mal, wie kann man diese Übung noch schön zu einem alternativen Ende führen? Und wie können wir uns auch noch dieses Resetten zu der Ausgangsposition noch mit einbauen in die Übung? Und das ist dadurch, dass wir einen Schnitt mit einführen am Ende. Das heißt, der letzte Schlag modifiziert sich ein bisschen. Ihr schlagt nicht durch den Gegner durch, sondern ihr macht einen halben Schlag. Stellt euch vor, ihr schlagt zur Schulter des Gegners oder zur Flanke des Gegners und zieht das in einer Schnittbewegung durch und geht da währenddessen schön zurück in die Ausgangsposition. Das heißt, ihr würdet anfangen, Parade, halber Schlag, ihr seid im Gegner und macht jetzt einen Schnitt, wo ihr erstmal mit dem rechten Fuß nach hinten geht und dann mit dem linken euch wieder resettet. Das geht noch nicht ganz auf mit dem Fußarbeit, das heißt, ihr müsst nochmal die Füße am Ende wechseln, aber ihr habt auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Distanz zu Ende geführt. Das heißt, ihr fangt an, ihr pariert einen Schlag, schlagt einen linken Hau und jetzt seid ihr in der Situation, wo euer linker Fuß vorne ist und der rechte hinten und ihr zieht einen Schritt, indem ihr den rechten schön nach hinten rauszieht und dann den linken nach. Ihr könnt dann, je nachdem wie viel Platz ihr habt, auch so eine richtig schöne Schnittbewegung mit reinbauen. Ja, je nachdem. Spielt ein bisschen rum, macht einen schönen, was am wichtigsten ist, einen schönen flüssigen Bewegungsablauf hinzukriegen. Und je nachdem wie viel Platz ihr habt, nutzt das, was ihr zur Verfügung habt. Okay, was könnt ihr machen, wenn ihr kein Schwert zu Hause habt und ihr keinen Zugang zu einem Schwert habt, aber trotzdem diese Übung machen wollt? Martin hat bereits ein sehr schönes Video dazu rausgegeben. Der Link wird dazu hiermit verlinkt. Aber ich werde nochmal ein, zwei Varianten davon durchgehen, die ich auch finde, die einen sehr schönen Ersatz zumindest geben, wenn man kein Schwert hat. Und sogar teilweise vielleicht etwas optimaler sind, zu Hause zu machen, weil sie weniger groß sind. Eine Variante ist, einen Hammer zu nehmen. Versucht jetzt nicht unbedingt den schwersten Hammer zu nehmen, den ihr zu Hause habt, sondern einer, der auch ungefähr ein Kilo hat, ungefähr so schwer wie ein Schwert. Und den könnt ihr für diese Übung benutzen. Achtet darauf, je nachdem, was das für ein Hammer ist, schaut so ein bisschen, wo ihr seinen Schwerpunkt habt. Und wenn ihr den Schwerpunkt gefunden habt, in dem Fall jetzt sehr nah am Hammerkopf, versucht ungefähr so eine Handbreit davon, den Hammer zu greifen, dann sollte der ungefähr ein Schwert darstellen. Zum Beispiel mit dem Hammer, jetzt sehr gut, kann man diese ganzen Übungen auch schön wiederholen. Das heißt, die Oberhäuser sind natürlich schön einfach. Ihr müsst euch nur vorstellen, dass ihr ein langes Schwert habt und achtet so ein bisschen darauf, dass ihr den Hammer natürlich nicht so führt, dass er durch euren Körper gehen würde, sondern dass ihr trotzdem eine sehr schöne Bewegungsmechanik habt. Auf jeden Fall könnt ihr damit eure Arme ein bisschen trainieren. Hier im Endeffekt auch die Grundübung Nummer 1. Ihr würdet erst eine Parade schlagen, dann den linken Schlag und einen Schnitt rausziehen. Das würde genauso mit diesem Hammer funktionieren. Okay. So, die andere Möglichkeit, wenn ihr keinen Hammer nehmen wollt, sondern etwas haben wollt, was ein bisschen mehr wie ein Schwert aussieht, wäre entweder ein Stock, das kann auch ein Besenstiel sein, oder ja, eine Katzenangel. Und die haltet ihr auch nicht unbedingt direkt am Ende, sondern ein bisschen höher, dass das Gleichgewicht nicht ganz so falsch ist. Und hiermit könnt ihr auch schön alle Übungen mit durchgehen.
So, das war's für das erste Video. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man sich ein ganz einfaches Trainingsgerät zu Hause bauen kann, an dem man sehr schön Kontrolle am Schwert und die Schlagintensität üben kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Video. Bleibt gesund, achtet darauf, niemanden anzustecken, steckt euch nicht selbst an und ich freue mich, euch bald wieder so sehen zu können. Vielen Dank.